Bei Tempo 40 fliegt das Ding in die Luft. Dann wird der arme Ansgar morgen sein Büro wohl leider nicht erreichen. Ansgar! Hannes! Elisabeth! Elisabeth! Tanja! Halten Sie auf, schnell! Hören Sie, was ihr... Hannes! Bitte! Ist ja bitte! Elisabeth, gehen Sie sofort! Müssen wir erstmal die Arme hier durchmachen? Raus! Nein! Ja, eins, zwei... Und drei! Bitte, Sie müssen sofort nach Ihrer Frau sehen. Sofort, bitte. Sorry. Andi! Oh, hi. Sorry, ich habe Sie gerade gar nicht erkannt. Das habe ich gemerkt. Was ist das? Brustjoggen? Nee, ich habe in letzter Zeit nicht viel Fitness gemacht. Du bist wohl unterbeschäftigt auf dem Bau, was? Das ist doch was anderes. Nur zu rennen, das nützt überhaupt nichts. Reden. Manchmal hilft reden. Danke, aber es geht schon. Na komm mit, ich mache einen Kaffee. Nee, ich laufe lieber noch eine Runde. Vorschlag. Reden, aber keiner muss reden, was er nicht will. Einverstanden? Na gut, dann... Wäre ein Kaffee vielleicht doch nicht so schlecht, ja. Also. Warum haben wir uns eigentlich damals getrennt? Wir waren so ein schönes Paar. Aber es gibt ja zum Glück noch andere schöne Frauen. Olli. Was machst du denn hier? Olli! Zum Glück. Was ist denn? Ich hab nur geträumt. Ich dachte, du wärst in Frankfurt. Bin seit einer Stunde zurück oder so. Du, ich hab jedenfalls nachgedacht. Also, dieser Kuss auf der Party mit Rebecca. Der war total bescheuert und hatte nichts zu bedeuten. Ich war nur einfach wieder total genervt wegen Robert. Und warum warst du jetzt wieder genervt? Weil er dich wieder angebaggert hat? Wir haben zusammen gearbeitet, sonst nichts. Ja, das sieht er aber wahrscheinlich anders. Ist ja wohl völlig egal, wie er das sieht, solange ich's nicht so sehe, oder? Was soll das denn heißen? Dass ich dein Vertrauen nicht missbraucht habe. Ach, aber ich deins, oder was? Mann, der Kuss, der war ein Witz. Ich hab mich totgelacht. Ich hab mich entschuldigt. Was willst du denn noch? Cool, dann ist ja alles wieder gut. Nein, es ist nicht alles gut. Es wär's dann, wenn du mal wieder runterkommen würdest. Liebling, so kenne ich dich ja gar nicht. Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Ich hatte ganz furchtbare Angst. Ja, aber wovor denn? Dass ich nie wieder gesund werde und... dass ich nie wieder laufen kann und vor allen Dingen, dass ich euch für immer ein Klotz am Bein bin. Aber nein, das ist doch Unsinn. Hannes und ich, wir sind doch so froh, dass es dich gibt. Wo ist er denn? Bei Leonie. Ich wollte nicht, dass er dich so sieht. Danke, das ist lieb von dir. Und ich soll wirklich nicht den Arzt rufen? Nein, Elisabeth, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe und vor allen Dingen meine Familie. Wie Sie meinen. Tja, also Liebling, ich muss aber jetzt trotzdem mal ins Büro. Was? Nein! Kannst du nicht bei mir bleiben heute, bitte? Also, es tut mir leid, ich habe jede Menge. Ja, aber Ansgar, das kannst du doch auch von hier aus erledigen. Nicht wirklich. Ich will nicht, dass du gehst. Bitte, nicht jetzt. Also, unter den gegebenen Umständen wäre es wirklich besser, wenn Sie heute zu Hause blieben. Na, wenn Sie das sagen.
Danke. Weißt du, wenn du bei mir bist, dann kann gar nichts passieren. Und Tristan hat versucht, sich die Treppe runterzustürzen? Und alle glauben ihm. Selbst Helena. Der Herr hat ja sicher, wer weiß, was tun können. Ja, das war es ihnen anscheinend wert. Der Typ ist sowas von krank. Der tut alles, um mich von Helena fernzuhalten. Erst diese Vergewaltigungslüge und dann auch noch das. Sie glauben mir doch, oder? Na komm, setz dich. Danke. Und noch einmal mit Helena zu reden. Wäre denn das nicht... Ach, das bringt doch gar nichts. Du gibst auf? Was soll ich denn tun? Andy, niemand von uns traut dir so etwas zu. Ich nicht, deine Freunde nicht. Und ausgerechnet Helena, die dich liebt, sollte dir sowas zutrauen. Das passt doch nicht zusammen. Mein Gott, was habt ihr durchgemacht miteinander? Halb Südamerika habt ihr aufgemischt, um Helenas Vater zu befreien. Und während der Zeit solltet ihr euch nicht kennengelernt haben? Nein, mein Junge. Helena liebt dich, weil sie dich kennt. Und natürlich traut sie es dir nicht zu. Liebst du sie? Dann tu was. So, bitte. Danke, Frau Linzer, aber ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Ich habe keine Ahnung, wo ich es hingelegt habe. Wir werden Ihr Handy sicher bald finden, Contess. Ich lasse die Schlossräume danach absuchen. Danke, Justus. Na, Mittagspause? Es riecht aber lecker. Ja. Kannst du gerne haben. Stimmt irgendwas nicht? Doch, doch, alles bestens. Aber du hast Stress mit Olli. Du weißt davon? Wovon? Von einem Kuss. Was für ein Kuss? Ich habe Rebecca geküsst auf dieser Party. Du hast was? Ja, es ist einfach so passiert aus Trotz. Ein kleines Küsschen, weil mich dieser Robert so genervt hat. Jetzt tritt Olli voll am Rad. Was sagst du denn dazu? Du hast den Kuss doch auch gesehen. Wahrscheinlich war das wirklich nur so eine Retourkutsche, wie er sagt. Er küsst Rebecca, weil Rob sich angeblich an mich ranmacht. Ich weiß nicht, ich hatte schließlich auch schon mal geküsst. Das war ja wohl nur ein Küsschen. Trotzdem. Vielleicht steht er ja doch wieder auf Frauen. Ach Quatsch, das glaube ich wirklich nicht. Hey, ich habe die Partyfotos abgeloadet. Willst du mal sehen? Bin ich mir noch nicht so sicher. Im Netz sind bestimmt Fotos von dem. Das sind die Fotos. Okay, ich verstehe, was du meinst. Er scheint wirklich auf Olli zu stehen. Ja, total, ne? Aber das sieht doch alles noch ganz harmlos aus. Was heißt denn hier noch? Oh. Also dafür, dass das nur ein kleiner Kuss war, gehst du da aber ganz schön ran. War wirklich super. Ey, alle hatten eine super coole Zeit. Vor allem einer. Er hat sich nicht ganz korrekt verhalten, was? Ich check das nicht, man. Er hat so einen tollen Freund. Oder steht er insgeheim doch eher auf Frauen? Also, wenn du mich fragst. Gibt's sonst noch was, was wir klären müssten? Nee. Gut. Ich hab ja nicht gewusst, dass es so leidenschaftlich war. Wirkt. Scheiße. Das habe ich nicht gewollt. Na, auf dem Weg zum Bau? Sehe ich so aus? Wir beide haben heute auch mit Wohnungen zu tun. Zum Glück müssen wir dafür nicht im Dreck rumwühlen. Du hast, glaube ich, auch so schon genug Dreck am Stecken. Da brauchst du keine Baustelle. Hey, warte
doch mal. Komm, lass uns los. Der Makler wartet. Liebling, wie geht's dir denn? Besser, dank dir. Das freut mich. Ich bin nur gekommen, um zu sagen, dass ich jetzt mal ins Büro fahre. Du hast doch gesagt, du willst heute hierbleiben. Ja, das geht leider nicht. Wo ist denn Hannes? Der ist im Park und spielt Verstecken mit Leonie. Würdest du ihn bitte zu mir bringen lassen? Ich würde ihn gern sehen. Sicher. Weißt du, dann ist wenigstens einer von euch bei mir. Okay. Dann bis später. Ansgar? Was denn? Würdest du mich bitte umarmen? Sicher. Weißt du, ich liebe dich. Und ich bin dir so ganz furchtbar dankbar, dass du so zu mir hältst, trotz allem. Und nicht jedermann wäre so geduldig und gutmütig wie du. Danke. Wofür? Für alles. Ja. Tschüss. Bis später. Tschüss. Sie, wir müssen die Aktion abblasen. Das ist im Moment zu auffällig. Sie müssen das Auto wieder in Ordnung bringen. Ja, natürlich sofort. Ah! Ah! Hoppla. Oh, sorry. Dann hast du mich auf dem Kieker heute. Nee, Sie sind wahrscheinlich nur wieder zur falschen Zeit am falschen Ort, obwohl das bin ich wahrscheinlich eher. Bekomm bitte noch einmal zwei Radisten-Sandwiches. Und? Hast du noch mal nachgedacht? Ich habe sie auf der Straße getroffen mit Tristan. Ach, daran musst du dich gewöhnen. So groß ist Düsseldorf ja nun auch wieder nicht. Ich weiß. Es sei denn, du unternimmst doch irgendetwas. Ich meine, etwas Besseres als mit Nahrungsmitteln zu schmeißen. Ja, was soll ich denn machen? Ach, Anni, es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit zu beweisen, was Tristan für ein Sohn... Ja, welche denn? Außer, dass Jessica jetzt doch die Wahrheit sagt. Oder dieser Tristan selbst. Kannst du eigentlich umgehen mit einem Diktiergerät? Viel Spaß und toi, toi, toi für deinen Vortrag. Danke. Wir sehen uns dann morgen, ja? Ich verstehe das einfach nicht. Ich hatte das blöde Ding doch vorhin noch. Er wird schon wieder auftauchen. Solange nimmst du eben deinen Zweitschlüssel. Das war bereits der Zweitschlüssel. Justus! Sie wünschen? Fahren Sie mir irgendeinen Wagen vor. Und zwar ein bisschen zackig, ich hab's eilig, ja? Wir verschwinden, bevor Tanner wieder Nervenzusammenbruch kriegt. Oh, so viel Mitgefühl, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ja, die ganze Sache nimmt mich eben schwer mit. Ach, sagen Sie bloß nicht, Sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie sind doch schuld an Tanjas Zustand. Okay. Können die alten Geschichten einfach nicht ruhen lassen, stimmt's? Oh, war das etwa ein böser Blick? Dann hab ich aber Angst. Olli, musst du gar nicht arbeiten? Kopfschmerzen.
Ich habe die Fotos gesehen von der Party. Gefallen sie dir? Nein. Aha. Ich habe echt nicht gewusst, dass es so aussah. Olli, es tut mir leid. Okay. Okay, was heißt das jetzt? Stehst du wieder Frauen? Bitte? Weil das mit Rebecca nicht das erste Mal war. Christian, bitte sei ehrlich. Ist jetzt so wichtig, dass ich hier in diesen Laden kommen muss? Willst du dich nicht vielleicht erstmal setzen und was trinken? Komm zur Sache. Ich hab mich an dein Angebot erinnert. Was für ein Angebot? Die 5 Mille, wenn ich Helena für immer in Ruhe lasse. Und das willst du jetzt annehmen? Ja, ich hab darüber nachgedacht. Und woher der plötzliche Sinneswandel? Ich brauche Kohle. Klar, das ist alles. Nein, ich will auch weg von der Baustelle. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und außerdem, du wirst dir doch sowieso immer wieder was einfallen lassen, um mich und Helena auseinanderzubringen, also. Du hast es geschafft, du Arsch. Du willst Helena also einfach so aufgeben für 5000 Euro? Nein. Ich will 15. Warum bist du denn so groß und so stark? Ich weiß nicht genau, aber warum hast du denn keine Angst vor mir? Weil ich schneller bin als du. Wie ich sehe, geht es Ihnen wieder besser. Ja, Hannes ist die beste Medizin. Elisabeth, ich wollte mich bedanken. Und Sie haben vorhin wirklich Schlimmeres verhindert. Ach, der Anfall, ja, das war wirklich schrecklich. Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ja, sie hat nur ein Auge. Ja, der hat ja nur ein Auge. Weißt du warum? Weil er schon so alt ist. Ist er so alt wie ich? Fast. Du hast ihn damals zu deinem 2. Geburtstag bekommen. Da waren wir beide in Uruguay, ganz weit weg von hier. Wo ist Uruguay? Sie erinnern sich wieder. Weißt du, 15.000 Euro sind eine Menge Geld. Ja, aber dafür werde ich Helena nicht nur in Ruhe lassen. Ich werde auch nie wieder ein Wort darüber verlieren, dass du mir die Vergewaltigung angehängt hast. Oder dich selbst die Treppe runtergestürzt hast. Was ist, wenn Helena sich doch wieder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dir annähert? Dann werde ich nicht darauf eingehen. Und was willst du ihr sagen? Das lass mal meine Sorge sein. Ich soll dir vertrauen? Ausgerechnet dir? Ich stehe auf dich und sonst auf gar keinen. Warum hast du dann Rebecca geküsst? Schon 2-mal, Miriam auch? Ich weiß es nicht. Das musst du mir einfach glauben. Ich verstehe dich einfach nicht mehr. Seit ich mit Rob zu tun habe, ist alles so erfahren. Ja, weil der Typ mich die ganze Zeit provoziert.
und ich halt eifersüchtig bin, Herrgott. Weil ich dich liebe. Ich hab dir doch gesagt, dass er keine Chancen bei mir hat. Er ist ein wichtiger Geschäftspartner, sonst nichts. Ich kann nichts gegen meine Gefühle tun. Mann, ich hab's kapiert. Ich werde sie in Ruhe lassen, auch wenn ich sie noch so sehr liebe. Das wird aber hart werden für Helena. Ja, ich weiß. Und wenn es nach mir ginge, wäre es auch nie so weit gekommen, aber so ist das nun mal. Du bist dir also ganz sicher? Ja, doch. Dein Plan hat funktioniert. Du hast es geschafft. Du kannst mir vertrauen. Vertrauen? Ich dachte, es geht ums Geld. Also nochmal, was ist, wenn Helena dich aufhält? Das wird sie nicht, weil ich Düsseldorf verlassen werde. Du brauchst also keine Angst haben, dass du auffliegst. Du willst weg? Jetzt fängt die Sache langsam an, interessant zu werden. Ständig streiten wir uns deswegen. Kann es ja wohl nicht sein. Nein. Und jetzt? Ich würde gern einfach wieder vertrauen. Ich dir auch. Das geht ja offensichtlich nicht mehr. Mit dem Vertrauen. Hat das denn dann überhaupt noch einen Sinn? Dann gute Reise. Ich bin mir sicher, du wirst bald jemanden finden, der besser zu dir passt als Helena. Das wäre schön. Wird schon. Tristan? Ich wollte noch mal sagen, dass ich es beeindruckend fand, wie du das hingekriegt hast. Was meinst du? Naja, wie du Jessica dazu gebracht hast, die Vergewaltigung vorzugaukeln. Und dann auch noch der Selbstmordversuch. Weißt du, das war eigentlich ganz einfach. Jessica würde alles dafür tun, um mit mir zusammen zu sein. Armes Ding. Tatsächlich?